Herzlich willkommen zurück zu SimCity 5. Wir reden einfach durcheinander wild, ist doch ja, super. Scheißegal. Und zu Let's Play Together SimCity 5. Mia Puccini und Florid Zockt. Genau. Episch. Jetzt steht da, ich habe das Geschenk verschickt. Jetzt okay. Bei dir auch da? Weiß ich nicht, ich habe eben nicht auf den Kontostand gesehen. Könnte aber sein, ich habe jetzt 11.000. Könnte es sein. Muss ich mal im YouTube-Video dann gucken. Oder in der Aufnahme. Du kannst auch nachgucken. Kannst du auch mal auf dein Geld klicken. Ich glaube, da steht da, wann du wie viel bekommen hast. Oder ausgegeben hast. Also so, wenn du auf dein Finanzgeld Steuern gehe ich jetzt mal wieder runter. Also in dem Fensterabschnitt unterhalb von dem... von Krediten noch. Mit der neueste Transaktion. Steht da irgendwas drin von wegen? Da steht Auftragsbelohnung 5000. Nee, das kann es eigentlich nicht sein. März, Jahr 1. Bei mir steht hier Geschenk minus 10.000, also 10.000 in roten Zahlen. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht haben die das ganz realistisch gemacht. Eine Überweisung brauche ich ja auch 2-3 Tage, weißt? Mhm. Hier ist ja auch ein Monat nur irgendwie 2 Tage lang oder sowas. Oder 4. Weiß ich gar nicht. Nee, auf jeden Fall länger. Das habe ich bei den Ölquellen gesehen. Da stand ja immer noch Öl für 3 Monate. Ich habe mein erstes Smart in dem Spiel entdeckt. Toll, dass wir jetzt eine Feuerwache haben. Ja, das finde ich auch schön. Jetzt zeigt ihr mir das ja auch an in den Schlagzeilen. Stromversorgung durch Puccini in Kohlhausen. Und Stromversorgung läuft sehr zuverlässig. Also dein Kohlekraftwerk funktioniert doch schön. Da freue ich mich. Hast du noch die alte Verbrennungsanlage, also den alten Verbrennungsturm, oder hast du da schon einen etwas sauberen? Ich habe noch den ganz normalen. Kann man den überhaupt abreißen? Ja. Da musst du dann in den ganz normalen Aufmods-Modus, sag ich jetzt mal, und dann auf den Bulldozer und dann nur das einzelne Modul anklicken. Kannst du mal ausprobieren. Ja, ach ja. Solange du nicht draufklickst. Ja, ich kenne das ja von anderen. Ich dachte, das geht beim Kraftwerk nicht. Das ist ja wunderbar, aber das müssen wir erstmal erforschen. Das ist ja auch eine Sache, die cool wird. Ich habe ja schon angemeldet, ich will die Universitätsstadt bauen. Wenn man nämlich eine Universität hat, kann man ja die ganzen Sachen erforschen. Das heißt zum Beispiel den sauberen Verbrennungstor oder diese komischen verbesserten Windkraftanlagen. Ja, oder die Solarzellen. Genau. Zum Beispiel. Ja, auf Bildung wollte ich ja auch ein bisschen was investieren. Weil wir sind halt nur Leute, die tagtäglich erfahren, was es denn bedeutet, wenn der Staat drauf scheißt. Ne? Bei euch so schlimm? Naja, es geht. Ich meine, die zahlen jetzt nicht mal 1,30 Fahrkarten, aber... Naja, MV halt, ne? MV ist ja leider hochverschuldet. Aber was ist nicht hochverschuldet? So, Ich habe hier überhaupt noch nichts gemacht, aber ich kann auch gerade überhaupt nichts machen. Praxis. Komisch, mir wird Praxis angezeigt, aber ich habe nur einen Toten pro Tag. Warum? Reichen die Räume nicht? Das könnte ich mir vorstellen, weil da stand 10 Patienten werden versorgt und ich glaube, das Basiskrankenhaus hat nur 10 Krankenräume. Ja, das stimmt. Das sieht so aus. Dann mache ich das jetzt einfach mal. Zack. Sehr schön. Dann haben wir auch ein paar mehr Räume. Ja, jetzt ist das Gelbe nämlich auch weg. Und das sieht schon echt toll aus mit der Lichtoptik und so, sehe ich gerade. Wenn so die Sonne aufgeht. Ja. Oder der Mond auch. Ja. Wenn das so seitlich, wenn die Gebäude so seitlich angescheint werden. Das ist auch great. What the fuck? Klasse. Hier steht, die Müllhalde in Kohlhausen nimmt Florid Zockt ein wenig Müll ab. Wie jetzt? Hast du mir welche geschickt? Nö. Hä? Warte mal jetzt kurz. Hä? Feuerwehrleute aus Florhausen helfen freiwillig. Jetzt kommen sie an. Deine Feuerwehrleute? Eine bauen. Wunderbar, ja. Hast du schon eine Feuerwache? Nein, habe ich nicht. Das dauert lange, aber es funktioniert. Jo. Hä?
Ich hab dir Feuer Müllwagen geschickt. Aber ich kann den Vertrag ja auflösen, ne? Du hast ja jetzt welche, ne? Ja, das kannst du. So. Dann gehe ich runter. Ja, jetzt löschen die hier, die wunderbaren Menschen. Also doch, meine Männer löschen. Mhm. Bei dir. Das ist schön. Die werden aber auch erstmal herfahren müssen, denke ich. Die auch mit einberechnet. Genauso wie mit Luftverschmutzung. Mhm. Die braucht zwar ewig, bis er mal bei einem anderen Gebiet ankommt, aber es kann halt passieren. Müllwagen aus Kohlhausen ist bei mir. Der müsste ja gleich abziehen eigentlich. Müll. Nö, ich hab dir keine geschickt. Aber bei mir steht, ich krieg zwei von dir. Ah! Simoleons als Geschenk von Puccini in Kohlhausen erhalten. Ah, ging ja schnell. Aber weißt du, was komisch ist? Was denn? Es ist dir aufgefallen, als ich vorgelesen habe. Da stand Simoleons als Geschenk von Puccini in Kohlhausen erschienen. Na, ich persönlich bin ja in Kohlhausen. Aber aus Kohlhausen wird es trotzdem besser tun. Also jetzt wird es mir auch angezeigt bei Transaktionen. 10.000 Simoleons als Geschenk April Jahr 1. Alles klar. Also keine Angst, das Geld war nicht umsonst rausgeworfen. Dann kaufe ich mir noch ein paar Feuerwagen. Ob man eine Umgehungsstraße gibt. Ja. Und die zwei Feuerwehrautos, sind die immer noch bei dir? Warte. Feuerwehr. Ich sehe gerade nur eins. Ja, das passt. Weil eine Garage ist bei mir komplett leer und hier ist nur eins in meiner Stadt. Das heißt, es funktioniert, ein LKW von mir ist in deiner Stadt. Mhm. Haben sie doch dann eigentlich ganz cool gemacht, finde ich, ne? Mhm. Dieses Zusammenarbeiten. Ist gelungen, finde ich, so vom System her. Wenn halt die Server laufen, macht's auch Spaß, ne? Aber sie müssen halt laufen. Das ist natürlich eine Voraussetzung. So. Aber sie laufen ja mittlerweile schon. Jo. Direkt mal noch ein Kohlemodul hier angebaut. Ganz viele haben auf Amazon geschrieben, dass sie das Spiel zurückgeschickt haben. So? Ja. Was? Oh, mein Kohle-Ding ist voll. Ich habe kein Geld für einen weiteren Transporter. Der muss ja eigentlich auch gar nicht weit fahren. Kommt ihr denn? So, die Klassenzimmer sind voll. Gut, da können wir dann natürlich die 10 Riesen von Puccini für unsere Schüler nutzen. Und bauen einfach noch ein paar Klassenräume an. Ich habe keinen einzigen Klassenraum. Und noch ein... Du hast eine Schule, aber keine Klassenräume. Nö, ich habe keine Schule. Achso, du hast keine Schule. Ach doch, ich habe eine Schule. Ich habe noch eine Schule. Achso, ah, ich ja, habe doch eine Schule. Okay. Ich erinnere mich gerade, ich hatte eine gebaut in der letzten Aufnahme. Stimmt. Also schon der erste Schritt zur Unistadt, ne? Ja. Also, ne, es soll ja nicht die hier, die Unistadt werden. Achso. Ich hab mir schon eine rausgesucht, und zwar die hier auch nicht. Also Ölbucht nicht, sondern eher... Warte mal. Okay. Guck's mir mal kurz an. Hier so, oben ich werde jetzt mal den neuen Wohnblock mit Bushaltestellen für den Schulbus ausstatten. Ach, Mann. Mhm. So eine von den beiden. Ich glaube, die über dir oder die ganz an der Spitze. Am Fuß des Berges. Haben wir noch sonst irgendwo einen Wohnblock? Nö. Okay. So, wenn jetzt wahrscheinlich die... die Klassenzimmer werden jetzt wahrscheinlich gleich wieder voll sein. Weil ich jetzt natürlich die ganzen neuen Wohnblöcke mit Schulbussen ausgestattet habe. Aber das ist dann auch nicht so schlimm. Und das Haus wird dann hier wahrscheinlich abgerissen. Von den Abels. Abels? Abels Wohnsitz. Ich weiß gar nicht.
Was? Bei mir steigt die Dichte der Gebäude nicht mehr an. Ich guck mal kurz. Ich weiß gar nicht, wie das ist mit der Polizei, ob da ein Gebäude vorhanden sein muss. Na, da kann ich mir auch vorstellen, dass das nicht sein muss. Ich glaube aber nicht, weil der Sprecher beim Strategievideo ja gesagt hat, dass bei der großen Polizeidienststelle die Polizeiautos auch in Nachbarstädten Streife fahren. Hm. Das heißt ja, dass das Polizeiauto auch so Arbeit verrichten kann. Ja, wenn du das dir anguckst, also die Karte von der Polizeipräsenz, die ist halt ja grün ums Polizeirevier herum und überall da, wo die Polizei halt gerade ist. Also ich denke mal, das ist auch ein Zeichen dafür, dass die keine Station braucht. Ja. Weil ich jetzt immer überlegen war, mir eine Polizeidienststelle zu kaufen, deswegen. Ja. Mit einem Fahrzeug erstmal, weißt du? Dann würde ich dir ein Fahrzeug zur Verfügung stellen und ein anderes könntest du dann haben. Vorausgesetzt, du willst. Aber es wäre kontraproduktiv, wenn du es nicht hast. Habe ich eine Polizei oder habe ich keine? Kannst mir nicht vorstellen, aber. Ich habe keine Polizei, nee. Gut, dann baue ich mal eine. Ja, ich. Sicher? Ich habe keine, nein. Okay. Kein Geld für eine neue Kohleabholteil. Hol doch mal schneller diese Kohlelieferung ab. Ich glaube, ich hätte eher neue LKWs kaufen sollen, anstatt noch ein neues Abbauteil. Arbeiter aus Florihaus pendeln zu den Betrieben in der Stadt. Ja, meiner Stadt wahrscheinlich. Ganz ungewohnt mit dem neuen Headset, weil bei dem alten Headset habe ich meine Stimme selber so ein bisschen gehört. Ja, das ist mir auch aufgefallen, am Anfang. Und jetzt höre ich die gar nicht mehr und ich habe andauernd das Gefühl, das Mikro ist aus und das ist ein total komisches Gefühl. Das ist ein bisschen blöd erstmal, aber ist alles Gewöhnungssache. So, du kannst einen Streifenwagen haben, wenn du möchtest. Ja, wär gut, bei mir war ein Rattenverbrecher. Dann wollen wir dem mal entgegenwirken. Klicken wir dich an. Ein Streifenwagen. Dann hast du einen Wagen, ich einen Wagen. Okay, also der wird jetzt rübergeschickt. Alles klar. Und ich sehe auch, das ist schon echt geil, was hier alles noch gibt. Ne? Ermittlungswagen, Wagen zur Verbrechungsbekämpfung, Polizeihelikopter. Auch bei der Müllentsorgung, ne? Noch tausende Fahrzeuge und so. Also die Möglichkeiten sind hier wirklich viel größer, als sie auf den ersten Blick scheinen irgendwie, ne? Mir ist das auch gerade aufgefallen, als ich mir das angeguckt habe. Vor allen Dingen, das werden dann ja alles irgendwelche Anbauten sein, die man da an die große Polizeistation heranbauen kann. Ja. Ups, da habe ich meine Finger gegen den Tisch geschlagen. Aber ich habe jetzt auch einen zweiten LKW hinzugefügt zu meiner zu meinem Kohlebergwerk. Denk mal, jetzt werden die Ablieferungen ordnungsgemäß ablaufen. Du nimmst deine lokale Kohle, ne? Ja. Ja. Den Rest verkaufe ich. Das ist ganz komisch bei SimCity. Ich habe nur eine Framerate von 20 Bildern, aber ist trotzdem super flüssig. Ist es 30 oder hier? Läuft die ganze Zeit auf 31 und ja, das File ist bei 30. Fraps sagt ja auch, oder das reguliert die ja runter. Also, ach nee, du hast sie ja bestimmt auf 30 eingestellt. Ich habe sie auf 30 eingestellt, aber wenn sie unter 30 geht, geht Fraps mit. Hm. Und ich sehe gerade, ich habe ein Hochhaus schon, ein kleines Hochhaus. Guck mir deine Stadt gleich mal an. Ich habe mir das jetzt so gemacht, also, wer diese Studentenstadt, muss ja irgendwoher Geld bekommen, die werde ich dann auch so im Kästchenmuster bauen. Schachbrettmuster, keine Ahnung, wie man das nennt. Aber die Städte will ich eigentlich so nicht bauen, weil mir gefällt das halt nicht so gut. Aha. Dafür sind ja auch die meisten Karten gar nicht ausgelegt. Also die, auf der du spielst, schon. Und da ist es ja auch gut, das so zu machen. Ja, aber es ist halt relativ langweilig. Ne? Sagst du mir bitte Bescheid, wenn der Polizeiwagen ankommt? Mach ich. Das wird dir angesagt, ne? Ja, das steht dann oben. Ich finde das halt auch irgendwie eine kleine Herausforderung dann, so eine Stadt an die Begebenheiten anzupassen. Ja, es sieht halt auch super geil aus, wenn die Stadt sich so bei den Bergen lang schlängelt und so weiter. Die Einstellung, die ich gerade habe, sieht auch richtig geil aus.
So, Puschini, wollen wir Part 5 beenden? Genau. Okay, dann sagen wir ciao, bis zum nächsten Mal.